Ja, hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute mit dem Thema: Wurden die Pyramiden mit lebendem Beton gebaut? Ja, wie komme ich auf diese seltsame Idee? Seit 2, 3 Tagen oder seit einer Woche, ich weiß nicht genau, gibt es einen Bericht über Wissenschaftler, die nämlich sowas erfunden haben wie lebenden Beton. Und da ich ja davon ausgehe, dass vieles, was wir heute gerade so erkennen, erfinden, wie zum Beispiel eine KI oder so, schon längst schon mal da war und von anderen erfunden worden ist und noch benutzt worden ist. Und da hat sich mir die Frage gestellt, vielleicht ist das auch bei den lebenden Beton passiert. Ja, darum wird es heute gehen in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, bei dem Video antike Bauwerke, was wissen wir wirklich über sie? Muss man ja leider feststellen, dass wir eigentlich sehr wenig darüber wissen. Nicht nur wer es gebaut hat, sondern auch wie es gebaut worden ist. Und ich habe schon früh angefangen, mich damit zu beschäftigen. Daher war ich das Video gemacht, gegossen oder im 3D-Drucker erstellt. Und zwar so die einzelnen Steine. Naja, mittlerweile gehe ich davon aus, dass wirklich auch nicht alle Steine so gemacht worden sind, aber ich denke doch recht viele. Aber ein Abonnent hat mal die Frage gestellt, es ist doch auch sehr aufwendig für diese komischen Steine, die ja 6, 8 Ecken haben, auch ein Gerüst zu bauen, ja, also beziehungsweise die Verschalungen. Und da muss ich ihm vollkommen recht geben, das ist auch ein immenser Aufwand. Und wie kann man es einfacher gestalten? Wie könnte man es einfacher gestalten? Ja, und dabei ist mir dieser Artikel dann eingefallen. Forscher entwickeln lebenden Beton. Auf der Suche nach einer umweltfreundlichen Alternative haben Shelza Heveren von der Universität of Colorado in Boulder und ihre Kollegen nun ein spannendes Material entwickelt. Eine Art lebenden Beton. Als Konstrukteure nutzen die Forscher dabei winzige Organismen. Sie ließen Photosynthese betriebene Cyanobakterien den entscheidenden Schritt der Materialproduktion durchführen. Wie funktioniert das? Um den neuartigen Baustoff herzustellen, braucht es ein Gerüst aus Sand und einem Hydrogel wie Gelatine, in dem Bakterien der Gattung Cynocobus wachsen. Tut mir leid, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Über die geleeartige Masse werden sie dabei mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt. Der Clou ist nun, dass diese Bakterien unter bestimmten Bedingungen Kaliumcarbonat erzeugen und Mineralisierungsprozesse anstoßen, ähnlich wie bei der Bildung von Muschelschalen. Aus einem Stein macht zwei. Als Folge Mineralisierungen die Mikroorganismen die Gelatine und binden Sand und Gel nach und nach zu einer festen Masse zusammen. Bei vielen Steinen fällt ja auch auf, oder man sieht, so wie gerade im Pumakumpo und anderen Steinen, die sehen aus, als wenn die auch mal weich gewesen wären. Könnte natürlich auch bei normal hergestellten Beton passieren. Ein aus diesem Material gefertigter Stein kann sich sogar selbstständig vervielfältigen, wie die Wissenschaftler berichten. Und das ist nämlich ganz interessant, wenn man nämlich die Steinbrüche sieht, wo angeblich die Pyramidensteine herkommen. Die sind nämlich eigentlich viel zu klein, um diese riesigen Massen von Steinen zu produzieren. Zerbricht man ihn in der Mitte, wachsen die beiden Hälften zu zwei vollständigen Steinen heran. Dafür müssen die mikrobiellen Konstrukteure lediglich etwas zusätzliches Material und Nährstoff erhalten. Aus einem Elternstein konnten im Test auf diese Weise bis zu 8 Steine entstehen. Also ich finde das sehr interessant, ja, dass die einfach diese Steine immer weiter vervielfältigen können. Und sagen wir mal, das ist jetzt in der absoluten Anfangsphase, zumindest offiziell. Und wenn man dieses Experiment, sage ich mal, weiterspinnt, kann man damit ja viel exakter bauen, einzelne Baustoffe oder vielleicht auch ganze, ja,
Gebäude aus einem Guss. Interessanterweise haben sie nämlich noch gesagt, solange zum Beispiel die Bakterien noch innerhalb dieses Steins aktiv sind, könnten die auch Risse und so weiter wieder, ja, vermeiden oder wieder reparieren. Ja, und das könnte vielleicht auch erklären, warum solche Gebäude nämlich nach diesen vielen, vielen tausenden Jahren immer noch stehen, weil sie sich vielleicht wieder nämlich selbst repariert haben. Kernbohrungen, weshalb? In Ägypten und auch in vielen anderen antiken Bauwerken wurden auch Kernbohrungen gefunden. Und Kernbohrungen werden ja eigentlich deshalb gemacht, weil man eine Analyse haben will aus dem Stein. Und vielleicht in diesem Fall haben sie eine Analyse gemacht, um zu sehen, ja, wie weit ist der Stein entwickelt? Ist er schon so weit? Können wir ihn verbauen? Sind die Bakterien fertig oder so? Ich kann es nicht genau sagen. Das Bild rechts habe ich selber aufgenommen und das sieht ja auch aus wie eine Kernbohrung. Vielleicht wird der Stein nachher geteilt. Kann ich nicht genau sagen. Aber das findet man sehr oft, dass das gemacht worden ist. Und normalerweise, wie gesagt, ist eine Kernbohrung immer aus Analysezwecken. Ja, und wenn wir das noch weiter spinnen, weiter in die Zukunft und sagen wir mal, wir wollen zum Mond, ja, kann man auch einfach eine Sonde schicken, die mit solchen Bakterien, sag ich mal, gefüllt ist. Sie setzt auf dem Planeten auf und fängt an, ja, Gebäude selbst zu bauen, selbst zu entwickeln, ja, vielleicht sogar nach einem integrierten Bauplan, Stein für Stein oder Mauer für Mauer und baut vielleicht zumindest das gröbste Gerüst, dass, wenn nachher die Raumfahrer dort erscheinen, schon mal, ja, den groben Steinriss sozusagen vor sich haben und bauen nur noch das ein, was sie benötigen. Und ja, warum sollte das nicht möglich sein in fairer Zukunft oder vielleicht ist es auch schon in ferner Vergangenheit passiert. Denn wenn man sich die Fugen anguckt, wie hier aus dem Taltempel des Chephren, diese Fugen sind nicht nur, dass sie unter einem Millimeter dick sind, was ja schon sehr, sehr ungewöhnlich ist, sondern das Material scheint fugenübergreifend zu sein. Das heißt, die kristalline Elemente, die da drin sind, die Körner und so weiter, die gehen über die Fuge hinaus ohne Materialverlust. Also entweder hat man die Steine ohne Materialverlust geschnitten. Und selbst wenn man, sage ich mal, ein Laserschwert nehmen würde, gäbe es ja einen Verlust. Aber den scheint es dort nicht zu geben, weil die Kristallinspuren nämlich über die Fuge hinausgehen ohne Materialverlust. Und da habe ich mich gefragt, ja, vielleicht ist es ja auch so, dass die Fugen nur markiert sind, dass die überhaupt keine echten Fugen sind, sondern sie sind nur reingeritzt worden, um eine Fuge anzudeuten. Ja, und das ganze Mauerwerk ist einfach gewachsen, ja, oder vielleicht ja auch nur gegossen worden. Und die Fugen sind gar nicht existent, sondern sind nur im vorderen Bereich geritzt worden. Könnte natürlich wieder eine Kernbohrung ja, die Frage beantworten, aber das wird wohl niemand zulassen, dass man dort eine Kernbohrung durch diese Fugen macht. Ja, das war's schon heute. Ich wollte das nur mal so kurz als kleine Idee erzählen. Bin gespannt, wie ihr die Sache seht, weil ich mit den jetzigen Überzeugungen und naja, das, was uns angeboten wird, nicht so zufrieden bin und auch noch nicht mit meinen eigenen. Vielleicht gibt es eine Mischung von allen. Ich kann das noch nicht genau sagen, aber ich fand das sehr interessant, dass die jetzt diesen Schritt gehen. Und wenn ich das nur mal, ja, 50, 100 Jahre weiterentwickle, was sie jetzt gerade so im Beginn sind, zumindest offiziell, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass man damit solche Gebäude viel müheloser bauen kann, wie wir es uns heute vorstellen. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein. Wie immer, wenn ich kann, werde ich eure Fragen beantworten und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf, tschüss.